Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Saxonia. Ja, wir sind auf Saxonia 2.0 angekommen. So sieht das Ganze aus. Sieht irgendwie aus wie sonst auch, ne? Genau, ich stehe gleich wieder beim normalen Häuschen hier. Da hat sich auch nicht viel dran geändert an dem Häuschen. Es hat sich aber einiges auf der Karte getan. Wir haben einige Sachen woanders, wir haben einige Sachen neu und wir haben alle Sachen eigentlich funktionieren. Wir haben hier jetzt Früchte dementsprechend stehen mit neuer Symbolik. Und wenn ich die ganze Sache ein bisschen rüber scrolle, dann seht ihr neben den üblichen Sachen, die man so kennt und die wir so hatten schon, halt mit neuer Symbolik auch, ne? Also bis Mist ist meistens alles normal. Dann kommen die Früchte, die wir schon noch kannten, Mohn, Zwiebeln, Geschichten und so, ne? Also bis dahin ist alles. Aber da seht ihr selber, jetzt kommt Bier, Malz, Zucker, Kompost und da seht ihr auch Paletten. Brot, Wurst, Fleisch, Haarmilch, Sojamilch oder Sojadrink, wie man möchte. Und viele andere Sachen, die noch dazu kommen, wie zum Beispiel bis hin zu Popcorn oder Gnocchi oder wir haben alleine Rapsöl, Sonnenblumenöl dabei. Wir haben, ne, auch weniger gesunde Geschichten, also Zigaretten, das ist natürlich alles. Wir haben eine ganz gesunde Variante entwickelt hier, ne, klar. Aber selbst Essig und Sauerkraut und Kartoffelsalat und Möhrensalat und ne, bis hin zu Tuch- und Gestellgeschichten. Und die letzten beiden Sachen habe ich hier wieder mit drin, weil ich hier bei uns auch drin hatte in dem Spielstand. Ich musste ja einen ganz neuen Spielstand anlegen. Das ist nämlich Cola und die Koffeingeschichte. Aber ihr seht selber, jetzt haben wir hier tatsächlich mal alles am Start sozusagen. Ne? Die Liste ist lang. Dadurch hat sich auf der Karte auch ein bisschen was ergeben. Ne, man sieht jetzt hier zum Beispiel, dass die Futterwerke für die Futterproduktion weiter hier unten gelandet sind. Ne, jetzt sind die Palettenwerke und Sägewerke und Holzhacker sind mehrere jetzt aktiv auf der Karte. Und viele Sachen wie die Molkerei und sowas, natürlich Bäckerei und sowas, das ist jetzt, ja, es läuft jetzt alles. Ne? Sagen wir es einfach mal so, wie es ist. Die Sperren sind weg. Die ganzen Jungs laufen, hier oben ist ja die Bäckerei, hier oben sieht man dann auch, ist die Coca-Cola und die Greenhouse-Geschichte halt, da ist halt die Koffein-Geschichte, die ich damals auch produziert hatte. Das ist also alles so geblieben. Ja, was ist nicht so geblieben? Ja, sagen wir es so, wie es ist. Also beständemäßig habe ich versucht, was zu retten, habe es in Anführungsstrichen auch mit ziemlich viel Aufwand teilweise hingekriegt, aber das Problem war, dass sobald ich was in dem Spielstand geändert hatte an Beständen, auf einmal die ganzen Verkaufsstellen weg waren. Das heißt, ich hatte hier nur noch die Reihe hier oben stehen und die eine Zeile von unserem Verkaufsladen für, ne, der Edwards Bar für die Coca-Cola-Geschichte. Und das war's. Ja, ich habe es nicht rausgekriegt, wie das funktionierte, aber es ist auch nicht ganz so wild. Ich habe es alles andere wieder hingekriegt. Der Punkt ist, was wir nicht haben, ist natürlich die Anpflanzung unserer Felder. Ne? Also wir haben jetzt hier ein Gerstenfeld. Der wichtigste Punkt an der Geschichte ist, das meiste, was wir hier haben, ist erntereif. Ne? Also wir haben hier einmal ne? Die Felder hier unten erntereif. Das hier ist ja eine Wiese. Und wir haben die drei dementsprechend im Wachstum. Ich schalte nochmal wieder hin, damit ihr dann seht, was das dann ist. Ihr seht, das muss gekalkt werden. Die Sachen sind eigentlich auch gedüngt schon. Und hier muss eigentlich auch Kalk rüber beim nächsten Mal. Das ist auch nicht das Problem. Ihr seht, wir haben hier Hafer und Mais drauf. Das ist natürlich so, ja, semi-schön. Ne? Was gut ist, dass wir auf jeden Fall Gerste nachhaben für die Malzproduktion, wenn wir Bier machen wollen. Ne? Also der Part ist eindeutig gegeben, wie ihr seht. Auf der 1 erntereif, auf der 3 wächst an. Dann haben wir für unseren Bierpart auf jeden Fall auf der 2 auch erntefähig Gerste drauf. Das ist Weizen, das riecht, ne? Also hier Gerste, da Weizen drauf. Ne? Wir haben hier Hafer, das können wir dementsprechend verkaufen. Genauso wie wir hier Mais drauf haben, was wir dementsprechend auch anderweitig benutzen können. Tiere, wir haben etwas mehr Kühe wie vorher. Wir sind jetzt bei 450, dafür haben wir keine anderen Tiere mehr. Also ich habe jetzt auf Hühner und das jetzt in dem Fall verzichtet, was einfach daran liegt, dass ich als nächstes wohl gerne dann in die Schweine einsteigen möchte, weil wir auch hier, ne, die Viehverwertungsanlagen und sowas haben, wo wir halt auch Schweine oder auch gegebenenfalls Kühe hinbringen können, wenn wir das wollen. Ne, auch Schafe oder sowas in der Richtung. Ich habe die Stallungen wieder verbaut, die großen. Das heißt, die sind diesmal auch verbaut bei nicht nur bei den Kühen und auch gegebenenfalls, wenn wir wieder Hühner anfangen wollen, sondern auch bei den Schweinen ist jetzt
die große Stallung und sowas alles verbaut. Da gehen also tausende Tiere rein, um es einfach zu sagen, wie es ist. Und als Ausgleich, weil wir hier jetzt im Prinzip sozusagen den Zusammenschluss machen aus, ne, deswegen jetzt da viel Vieh und ne, auch die Schweinegeschichte, da die Gamsberg ja nicht mehr existiert, gehen wir jetzt hier rüber und hier machen wir auch Holz zwangsweise, weil wir für die Produktion ja immer Paletten brauchen jetzt. Und wir müssen die Paletten produzieren, indem wir das Holz machen. Und dann dementsprechend daraus Bretter machen. Aus den Bretterpaletten wird dann die Europalettenähnlichen Objekte halt. Und die müssen in die Produktion. Dementsprechend habe ich dafür Fahrzeuge angeschafft, sozusagen als Übergang dessen, was wir aus der Gamsberg mitgebracht haben. Also wir haben hier einen Ponze, wir haben hier unseren Timber, wir haben zwei LKW-Geschichten und die andere LKW-Geschichte ist die Variante, um die Paletten und das zu transportieren und den Palettenanhänger mit dem Autoload. Die Sachen habe ich dementsprechend dazu gekauft und ich habe noch eine kleine Ausgleichszahlung gemacht. Wir sind von unseren 200.000 auf 900.000 hoch für die Fahrzeuge. Ich habe noch den Dings übernommen. Moment, ich kann es am einfachsten mal zeigen, indem wir unten mal hinhüpfen. So, ich habe hier unten Forst-Sachen. So. Die Sachen Forst und sowas, was hier in der Umgebung ist, die gehören automatisch uns mit. Also ich drücke hier mal drauf. Das hier habe ich nicht gekauft, sondern das ist automatisch für uns eingetragen, damit wir es auch benutzen können. Also sind sozusagen unsere Produktion. Dadurch haben wir hier auch im gewissen Sinne, im gewissen Rahmen Wald, den wir jetzt hier haben. Ne? Also deswegen nicht wundern, dass das so ist. Das ist halt dementsprechend so. Und da seht ihr auch schon eine neue Geschichte. Ich habe den Bull ausgetauscht gegen einen anderen Deutz-Fahr. Die Links und die Mods, das hier ist auch übrigens der Biobelt. Baumstammhexer, die habe ich diesmal nur in Schwarz genommen. Das ist halt alles, was aus der Gamsberg stand. Und anstatt die Fahrzeuge von der Gamsberg sonst noch weiter zu übernehmen, ich habe, wie gesagt, die LKW-Part übernommen, einen dazu und den Deutz hier genommen, weil ich habe den Deutz deswegen genommen, weil er universell auch für die Damen und Herren gedacht ist, die auch Konsolen benutzen. Die Links dafür sind wieder mal in der allerersten Folge, sorry, in der ersten Saxonia-Folge unten. Sind die Links, alles was ich neu benutzt habe oder was noch nicht drin war, sind da drin. Was jetzt hier momentan nicht von mir benutzt wird, ist Autodrive, weil es den neuen Plan noch nicht gibt. Dadurch, dass wir neue Punkte haben zum Anfahren, Kartenteile, ne, ein bisschen anders gestaltet sind, Produktionen woanders stehen, habe ich jetzt Autodrive momentan nicht drin. Das ist auch momentan am Anfang auch noch nicht ganz so wild. Wie gesagt, hier seht ihr selber, da steht ein Ponze, da hinten steht der LKW mit der Palettengeschichte, da vorne steht der LKW mit dem Timberpart. Hier ist der Ersatztraktor dafür und die Variante, um die Baumstümpfe wegzumachen. Und ihr seht, hier sind auch schon gut Holz und ich lade ja mal fix durch. In den ersten ein, zwei Folgen werden wir jetzt wohl erst ein bisschen mehr gucken und noch gleich noch ein bisschen was anschmeißen natürlich. Hier seht ihr selber, ist die Bretterproduktion. Hier holen wir dann den Bretterpart weg. Hier brauchen wir Hackschnitzel. Ne, hier kriegen wir, glaube ich, Hackschnitzel. Da seht ihr Produkt Hackschnitzel, aber wir müssen auch Hackschnitzel anliefern. Ich weiß gar nicht, ist das auch hier auf dem. Ne, Hackschnitzel hier anliefern als Brennmaterial. Das ist aber auch kein Problem, weil wir haben hier ein Häcksler stehen. Ne, da brauchen wir nur Baumstämme rein, dann können wir ein gutes Stück anschmeißen und hier kriegen wir Häcksel gut raus. Das machen wir mit ein, zwei Bäumchen, schmeißen die hier rein und dann läuft die ganze Produktion schon. Die andere Produktionsgeschichte, die noch dazugehört, ist jetzt hier die Palettenproduktion. Darf man sich nicht irritieren lassen mit ne, Bretterpaletten, Leerpaletten. Die Leerpaletten sind die Paletten, die wir dann brauchen für die Produktion und die Bretterpaletten sind die, die wir hier anliefern müssen. Das ist einfach nur ein universelles Palettenzeichen, die wir drüben im Sägewerk da produzieren. Da kriegen wir halt Bretterpaletten raus. Ja. Ne, und das da sind die Produktionspaletten. Und die Fahrzeuge da drüben habt ihr dafür gesehen, die wir dafür benutzen. Alle anderen Fahrzeuge, die wir haben, in dem Stand der Dinge, deswegen seht ihr hier die gute Kiste aus Schmuddeli, die sind alle so geblieben. Das heißt, ich habe die kompletten Fahrzeuge sonst von uns alle übernommen. Da hat sich nichts getan. Ne? Ich habe unsere ganzen Dreschergeschichte alles am Start. Ich werde hier auch einfach mal eine Runde absteigen. Werde mal hier zu dem guten Klaas hier hingehen und ihn hier mal ein Vorgewende fahren lassen, damit wir auch irgendwo mal mit starten dann endlich mal.
So, ich wollte gerade sagen, kann ich einsteigen? Wäre ja komisch. So. Ja, warum ich den Trailer hier mit rausgefahren habe, weiß ich nicht, weil ihr seht selber, es ist 5 Minuten entfernt, 5 Meter entfernt. Ne? Ich hätte auch genauso hier so durch die Lücke fahren können. Da kann auch sein, dass ich mit dem Traktor das gleich irgendwann wieder reinfahre oder so. Aber jetzt ist erstmal original angeliefert worden. So, da haben wir das gute Stück. Jetzt mogel ich mir einmal hier zwischen den Bäumen durch. Wir klappen ihn nämlich jetzt hier schon mal auf. Da seht ihr, sein Abfahrer steht hier schon. Also das habe ich soweit jetzt vorbereitet, dass wir starten können auf jeden Fall. Wir haben auch unseren Bestand in der Melzerei. Zu den anderen Tierbeständen komme ich dementsprechend auch noch. Was heißt Tierbestände? Zu den anderen Beständen, die wir so haben, komme ich auch noch. So, ja, er fährt jetzt hier erstmal einmal hin, einmal zurück, lasse ich ihn auf jeden Fall fahren. Ja, es fahren keine Züge. Ich habe den Loco-Stopp drinne, das heißt also, es werden auch keine Züge fahren. Also die werden von Anfang an stehen bleiben und uns auch nicht im Weg sein. Ja, hier seht ihr den guten Traktor, hier seht ihr die Kühe. Das sind jetzt 450 Kühe. Bei den Kühen hüpfe ich jetzt mal eine schnelle Runde hin. Kann ich am besten über das Menü machen, fällt mir gerade auf. Wie Kühe aussehen, wisst ihr. Jetzt sind es sogar schon 451. In der Zeit, wo ich die anderen Sachen vorbereitet habe, hier seht ihr selber, ist wieder ein bisschen Mist, Gülle und Milch produziert worden. Gülle, Mist und sowas ist weg, auch die Bestände sind weg. Dafür ist ein Ausgleich da, also keine Sorge. Und wir haben hier auch Wasser drinne, wir haben hier nicht Unmengen an Stroh drinne. Das liegt aber daran, dass wir Stroh ja auch selber nicht so super mehr viel hatten halt. Ne? Wir haben ja 1 Million Liter Mischration dementsprechend drinne und alles andere haben wir Ausgleichssachen für gekriegt. Ja? Ausgleich, ja, es ist relativ. Ne? Also ich habe natürlich haben wir oben ein bisschen Geld mehr, aber wie gesagt, mit 1 Million Liter Mischfutter können die hier erstmal ein bisschen vor sich hin wursteln. Ne? Das ist also nicht das Ding. So, ich skippe jetzt nochmal hier durch. Da steht der Kollege, da steht der nächste Kollege. So. Da machen wir den doch mal an. Kuppeln den ab. Der hat auch seinen Abfahrer hier stehen. Damit ihr seht, wo wir sind. Wir sind jetzt hier bei der 2, weil die 2 gibt uns Gerste. Weil ich habe das Biergeschäft noch nicht aufgegeben und das wollte ich auch gerne machen. So, ich habe den Wagen eingeklappt. Bei dem Feld jetzt werde ich kein Vorgewende fahren, sondern wir werden hinterher eine Korrektur fahren. So, er klappt sich alles von selber auf, wenn man den Helfer anmacht, damit er arbeiten kann. So. Und hier, ja, kommt die Besonderheit. Unsere Ausgleichsgeschichte für die Flächen, die wir haben, oder die wir hatten vielmehr, auf der Gamsberg und auch Ausgleich für einige Sachen, die wir jetzt hier nicht mehr haben. Also keine Sorge, wir haben einen gewissen Bestand an, also wir haben einen relativ guten Bestand an Saatgut, ich habe einen guten Bestand an Dünger. Wir haben jeweils knapp 130.000 Liter sowohl Pestizide wie auch Flüssigdünger, weil wir hatten ja eh knapp 100.000 Liter fertig und hergebracht. Oder nee, um die 90.000 Liter hergebracht. Und der Rest war ja noch in der Produktion drinne. Da die Bestände aus der Produktion weg sind, habe ich den halt dementsprechend hier direkt wieder aufgefüllt. Also das ist auch da. Das ist nicht das Problem. Ne? Also das läuft. Wir müssen jetzt nicht anfangen, wieder auf Pump dementsprechend das Ganze zu machen, sondern wir können unsere eigenen Sachen benutzen. Das ist auf jeden Fall alles da. Ach ja, ich war bei der Ausgleichszahlung. Jetzt will ich hier schon abspülen. Die andere Ausgleichszahlung, weil wir jetzt natürlich hier auf der 3 jetzt Weizen drauf haben und sagen, nein, wir brauchen doch Hopfen. Die andere Ausgleichszahlung findet sich hier. Das ist nur 2 Meter von der Brauerei entfernt. Das ist Feld 25, was wir dazugekriegt haben, was kein kleines Feld ist. Wie ihr seht, im Feldnis zur 3, da waren wir eine ganze Zeit bei. Hat zwar einen Knick drin, ist ein bisschen länger, dafür ein bisschen, also keine, also ein relativ gutes, großes Feld. Hat, glaube ich, ein Preisvolumen von ungefähr 900.000 oder sowas in der Richtung. Aber wie gesagt, wir hatten ja auch Land im Dings, in der Gamsberg. Deswegen habe ich das hier mit zugeklemmt. Und was wichtig ist, von den Früchten her, das ist Hopfen. Und es ist erntereif. Das ist der ganze Trick. Darum geht's. Wir haben also jetzt sogar sind wir einen Schritt weiter, dass wir Hopfen erntereif haben.
Wir haben hier nämlich den Abfahrer stehen. Und wenn ich jetzt weiter skippe, sehen wir hier den wunderbaren Klaas stehen. Und der hat hier das schöne Universal 12 Meter Gebiss vorne vor. Den klappen wir selber auf. Und da seht ihr den Hopfen. Und dann werden wir jetzt hier wohl ein Vorgewende machen müssen, schätze ich. Ich glaube am Ende auch, weil ich habe das Gelände mir so hundertprozentig nicht angeguckt. Aber hier würde er garantiert streiken. Deswegen lasse ich ihn jetzt hier mal eine Runde anfahren. Ich hoffe, es klappt auch so. Ja, da seht ihr, wir kriegen Hopfen rein. Damit ist die Bierproduktion am Start sozusagen. Ne? Also auch das dementsprechend läuft. Ja, andere Produktionen, wie gesagt, sind da. Ich kann das mal so, wo hüpfe ich denn mal als Beispiel hin? Ich hüpfe einfach mal zur Ölmühle. Das hört sich gar nicht so wild an, aber es ist relativ wild. Ne? Also hier ist nur Verkauf, den Spaß kannten wir ja dementsprechend. Ne, aber hier seht ihr auf einmal, ne, hier sind doch Paletten rein, richtig. Und da seht ihr, da kommt nämlich aus der Produktion Rapsöl. Hier kommt aus der Produktion Sonnenblumen. Und hier hinten würde aus der Produktion, richtig, Sojaöl kommen. Und was hier aber rauskommt immer noch als Produkt, als Mischprodukt, ist tatsächlich hier in diesen Produktionen Mischration. Mischration ist halt Futter für Kühe. Deswegen müssen wir mal gucken, wenn wir die Sachen hier ans Laufen kriegen, und das Öl brauchen wir teilweise auch für andere Produktionen und können wir auch so verkaufen, wie viel müssen wir denn noch für die Kühe machen und wie viel können wir selber so mitproduzieren. Hier sind natürlich dann die gegebenenfalls natürlich die Anlieferungspositionen, seht ihr selber hier, ne? Für die Sachen. Also die Produktion, hier sind jetzt alle da und alle offen. Und ihr seht auch immer schön beschriftet, wie wir es ja schon kennen, ne? Sonnenblumen, Raps und so, ja, und dementsprechend machen wir das passende Öl. Und hier muss natürlich die Paletten angeliefert werden. Deswegen müssen wir auch sehen, dass wir, das ist ja das, was dann von der Gamsberg rüberkommt sozusagen, ist die Holzverarbeitung, dass wir halt die Palettengeschichte und das da produzieren müssen. Ja? So, ja, jetzt sehen wir schon den ersten vollen Korntank, aber wir sehen auch schon, die erste Folge ist zu Ende. Wir werden beim nächsten Mal weitermachen, alles ins Laufen bringen und dann werden wir den ganzen Spaß mal angucken weiter. Und ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, hoffe, dass es soweit gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre natürlich auch super. Dann sage ich nochmal vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und bis morgen.